Okay, letzter Programmpunkt für heute, die Lightning Talks. Die hatten wir letztes Jahr auch schon. Wer den Begriff nicht kennt, Lightning kommt tatsächlich vom Blitzgewitter. Die heißen so, weil die wirklich sehr, sehr schnell sind. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich starte hier einen Timer. Für alle, die online sind, ihr müsstet auf dem Videobild, was in das Publikum reinschaut, das seht ihr vielleicht hier oben, you see here a timer. Der Timer läuft nach oben erstmal in grün 4 Minuten. Ja, Lightning Talk dauert 5 Minuten. Solange der grün ist, habt ihr überhaupt kein Problem. Ja, dann wird er irgendwann gelb, dann wird er rot. Und wie das genau funktioniert, würde ich euch jetzt gleich erklären, indem ich den ersten Lightning Talk halte on How to Lightning Talk. Also Lightning Talk ist ein Blitzvortrag. Ich habe euch mal den Link in die Wikipedia verlinkt. 5 Minuten dauert er in der Regel. Und das macht man deswegen, damit man einfach sehr viele Themen anreißen kann, andiskutieren kann, damit er sagt, das interessiert mich nicht. Und dann bei den Speakern nachfragen könnt, wenn euch da was im Detail interessiert. Und wir halt einfach jetzt in sehr kurzer Zeit viele Themen anreißen können. Jeder Lightning Talk wird nur mit dem Namen und dem Titel angekündigt und vielleicht noch einem Satz. Alle Rednerinnen sollten den Zeitplan im Blick haben. Also it would be good if everybody of the Lightning Talkers as well has the takes the video the video preview of the stage. Click on the right and then say fit to frame so you can see the timer. We tested if Carlo, can you see the timer, the green bars going up? There's one spotlighted video and you have to right click and then say add fit to frame and then you should see a green bar going up at the side. We check this when you're on stage again. Die Lightning Talk Speaker können schon mal, die von online kommen, ihre Hand heben, dann finden wir euch besser in Teams und sehen euch. Die Folien zu den Lightning Talks werden zentral eingespielt, also die liegen alle hier auf dem Rechner. Die Lightning Talk Speaker können quasi ihre oben rechts auf Take Control oder Kontrolle übernehmen und können die selber durchklicken oder ihr könnt quasi mir was sagen, dann klicke ich die für euch durch. Alle, die vor Ort sind, kommen hier hin, wo ich stehe, bekommen mein Mikrofon und können hier selber auf der Pfeiltaste nach rechts durchklicken. Während des Lightning Talks, habe ich schon gesagt, zeigt der Countdown die verbleibende Zeit. Solange dieser Balken in grün durchläuft, as long as the bars are green, sind es 4 Minuten. Dann starten die Bars wieder von unten in gelb. When the yellow bars appear, we have 30 seconds left. And then there's the third round, die dritte Runde. Dann wird der Bar rot. Dann sind nur noch 30 Sekunden zu Ende. Und die Lightning Talks sind timeboxed. Also das heißt, nach 5 Minuten sind die wirklich fertig. Wenn nur noch 5 Sekunden sind, zählt ihr hier im Publikum 5, 4, 3, 2, 1. Give an applause to the speakers and then the next one appears. So if the Lightning Talk speaker is not able to finish the Lightning Talk in 5 minutes, you have to read through the slides afterwards. Okay, with that said, I reset the timer and I'm really, really happy to announce Carlos Pellucci from Rasmussen Consulting. For those of you who don't know Rasmussen, Robert Rasmussen, I think, was one of the co-founders of the Lego Serious Play method. And Carlo is one of the key facilitators there. Carlo, you can take control of the slides and then switch to the first slide if you want to. Your applause and the time is running. Hi, everyone. So first thing I want to make clear is that there is a first rule about LEGO Serious Play is that you do not talk about LEGO Serious Play, because LEGO Serious Play is indeed an experience. So I'm infringing the first rule by just doing this talk today, okay? LEGO Serious Play method is a facilitated technique for real groups with real problems, which means there is, like in the picture, a group of people that need to transition from A on the left column to a B. It's not obvious how to do that, and they will use a facilitator as a sort of guide to find the path from A to B. The domain of application can be business in the broader sense, but it's also team, but it's also individual, so you.
And actually, even when you take business type of workshop in the very, very broader sense, you cannot actually avoid by touching also the team and the individual potential domain, just because the methodology is so deep. Lego bricks are so powerful and so cool, and every one of us loves them, that we actually can use them in a multitude of ways. Just to be clear, that's the second disclaimer. We don't use Lego's Use Play is not bricks for ice breaking. It's not a team game. Tallest Tower is not for prototyping. It's not for physical design of spaces and everything. It's not even for visual management. It doesn't take away the fact that it's a good idea to use bricks for that. It's just that it's not Lego's Use Play. So Lego's Use Play core is to build the intangible, something that is hard to visualize until you actually visualize. For example, let's build trust. What can you do if someone asks you, can you build an example of trust? For I could go and build a red sofa and say, trust is something that when it's there, people relax, like when you sit on a comfy sofa. Trust is something that makes you not afraid of taking risk. So even putting the hand in the mouth of the shark, that's what trust is. You know, you are less afraid. Trust is when you stop planning and you follow someone else's judgment, like in the dog in the woods. So you basically you follow somebody. So that these are three examples of trust that even a kid of 9-year-old can understand. Okay, so with that in mind, what is the purpose and the promise of this methodology? The purpose is to destroy what we call the broken type of meeting. So the broken meeting syndrome, which means loud people take all the time to talk and quiet people, they never intervene. This is a huge loss in organization. Lego's Use Play was designed to cure this. Okay, so that's the disease Lego's Use Play fix. How? By helping people to think first, to communicate after, and to problem solve later. So in a specific order, you first think and build, then you communicate, and then you problem solve. And by doing that, what you get as an outcome is that people get a huge or higher degree of insights. So they see more things. They are more confident about what they've been talking about. So they actually believe this actually makes great sense. Therefore, they stay loyal for a longer time. So commitment means they act on what they discussed without you following up. Technically, under the, you know, the hood of the whole thing, there is a core process that is the operating system, and then there is the application techniques, like pretty much the application we run on our cell phone. This is really, really solid and really, really, really reassuring. So anybody can actually learn to master these things. And even before those, there is a huge amount of science that if it is solid and if it makes sense, then it's a good idea to use Lego's Use Play. It is done all through play, but it's not a game. So let's always avoid to make confusion what the word play in English actually encompasses and means. Robert, the main architect on the method, and also my boss, is always saying, if you have all the time of the world to solve an issue, you don't need Lego's Use Play. Okay, so if organization have time and they're not in a hurry, you can avoid to do that. Otherwise, you better give it a thought. That's all for me. You can reach out on LinkedIn on the QR code on the left or on the schedule for becoming a facilitator in Lego's Use Play on the red QR code on the right. Thank you. Perfect timing. Thank you very much. And by the way, I think, Carlo, you're giving Lego Serious Play trainings in Munich, in Germany, if I read that right. Yes. Okay. Yes. Thanks very much. Then we have the next one, Tobias, on the stage. You can take control if you want to, or can tell me to click through. Okay. Hello. Do you hear me? Yeah, perfectly. And okay, I think you're great. Far away from us. Yes, I'm in China, hosting a workshop for a German client, and happy to be here, and thank you for inviting me. I tried to share my slides. Do you speak in English or in German? I can do German, wenn ihr wollt. Ich dachte, yes, mein Vorredner war Deutsch. Thank you very much. Ja, super. Okay, du hast mir jetzt das Teilen, warte mal, du hast mir das Teilen geklaut. Eigentlich war die Idee, dass wir teilen, aber jetzt teil du und dann springt Benedikt wieder zurück. Der Timer läuft. Alles klar.
Ja, erstmal vielen Dank, Simon, dass du mich eingeladen hast, weil durch LernOS hat sich meine Welt wirklich total verändert. Also ich bin sozusagen vom LernOS Sketchnote-Lernreisenden zum Visual Storyteller geworden. Ich bin gerade in China und helfe einem deutschen Konzern bei der Transformation, insbesondere auch in Sachen Storytelling, wie man quasi die Veränderung in die Organisation rein erzählt. Das ist meistens der größte Painpoint von Managern. Und Sketchnotes helfen mir da enorm. Und ich möchte euch gerne kurz mitnehmen auf meine kleine Lernreise, wie LernOS meine Welt verändert hat. Es war vor, Simon, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber es war vor 3 Jahren bei dem 24-Stunden-Barcamp, wo ich den wunderbaren Moritz Meissner kennengelernt habe, der im Chat sagte, hat jemand Lust auf einen Sketchnote-Lernfahrt? Und meine Antwort war, ich. Und ja, insofern war ich dann mit dabei mit 5 anderen interessanten Menschen. Und wir haben 12 Wochen mit dem LernOS Sketchnote-Lernzirkel das Sketchnoting gelernt, weil ich fand das cool. Ich habe immer davon gehört, aber wusste nicht so richtig, wie ich das angehen sollte. Und über dieses Lernen mit dem Sketchnote-Lernzirkel habe ich einen ganz, ganz besonderen Schatz wiedergefunden, nämlich einen Schatz, der 35 Jahre vergraben war. Als Kind wollte ich immer Comiczeichner werden. Also wenn mich da jemand gefragt hat, was möchtest du mal werden? Comiczeichner. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, diese alten Poesiealben, die man immer beschrieben hat. Die hatten ja einfach leere Seiten. Und ich habe mir diese Poesiealben gekauft und habe die mit meinem Lamy-Tintenfüller vollgemalt mit Comics, die ich mir selber ausgedacht habe. Und das war im Endeffekt der Schatz, den LernOS Sketchnoting wieder ans Tageslicht gebracht hat, nämlich das Zeichnen wieder zu integrieren. Und ja, so habe ich dann quasi gezeichnet wie verrückt, habe mich selber ausprobiert, habe verschiedene Vorträge, die ich gehört habe und spannend fand, wie hier, das war jetzt ein Vortrag von Professor Dr. Heike Bruch, das habe ich einfach mal so mitgesketchnotet und habe das veröffentlicht. Das hat irgendwie dann auch, ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Hab dann das Programm Frauen stärken, was Katja Krenz initiiert hat, mitbegleitet. Habe da die Role Model Videos einfach gesketchnotet und ich habe das für mich ehrlich gesagt gemacht, habe das aber auch mit allen geteilt. Und das stieß auf Interesse und irgendwie kam dann ein Jahr später Tanja Eggers auf mich zu, ob ich nicht ihr Buchcover für ihr Buch malen möchte, weil sie findet das genau richtig, den Stil und so weiter. Und ja, und so kam das irgendwie alles ganz schnell auf mich zu. Und komplexe Dinge einfach zu machen, das war so über Sketchnoting echt mein Riesenvorteil in der Zeit. Also Corona war sozusagen auch meine Ausprobierzeit. Und ja, so habe ich dann verschiedene Buchcover gemacht und es kamen dann auch verschiedene Menschen auf mich zu, unter anderem hier Christa Stien, die zu mir sagte, du kannst mir mal meine HR-Strategie malen, ich brauche irgendwas Visuelles für meine Studenten. Ja, und dann haben wir irgendwie hier den Logistiktanker mit ihrer HR-Strategie als Container befüllt. Oder dann kam Lufthansa Process Management, dafür die habe ich quasi deren Zukunftsvision visualisiert. Oder für IBM Papst durfte ich auch eine HR-Strategie letztes Jahr visualisieren. Also es wuchs und wuchs und ihr seht auch irgendwie den Unterschied. Hier war noch Paper Pencil und letztes Jahr habe ich auf digital umgestellt. Das hat dann gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen nochmal so einen Schub gegeben und ja, und habe dann verschiedene Dinge gemacht. Hier habe ich dann angefangen, beispielsweise Fotos und Sketchnotes zu kombinieren. Also die Welt des Ausprobierens geht immer, immer weiter. Und ja, also für mich war LernOS ein totaler Door-Opener und ja, wie ich einfach meine Arbeit als Organisationsentwickler sozusagen mit Storytelling, sprich Komplexes einfach und verstehbar zu machen, total gut kombinieren kann. Ich bin für immer dankbar für diese Erfahrung und konnte damit dann auch sogar meinen Jugendtraum, Comiczeichner zu werden, konnte ich sozusagen jetzt ins Business integrieren. Also, I'm happy. Danke. Sehr schön, danke dir, dein Applaus.
So, dann bräuchte ich die Folien wieder. Benedikt, teilst du die nochmal? Geht es? Und wir haben als nächstes die Franka hier auf der Bühne. Franka wird sprechen zum Thema Coworking Spaces als Lernumgebung. Und ich übertreibe wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass zu all dem, was so rund um das Digitalfestival entstanden ist, hier der Coworking Space einen großen Beitrag geleistet hat. Und Franka ist quasi die Seele des Coworking Spaces. Deine Bühne, Franka. Herzlichen Dank, Simon. Freut mich, hier zu sein. Mir ist warm, euch auch bestimmt. Aber das ist total schön, euch hier zu sehen. Eine wunderschöne Atmosphäre und Umgebung. Ich darf euch heute etwas über Coworking Spaces als Lernumgebung erzählen. Mein Name ist Franka, ich bin Geschäftsführerin bei der Coworking Nürnberg GmbH. Im echten Leben mache ich Marketing und Sales für eine Logistikfirma. Der Coworking Space, wurde 2011 gegründet und das heißt, das ist jetzt schon 12 Jahre her. Und Zeit für mich mal Bilanz zu ziehen und meine persönliche Geschichte mit euch zu teilen. Das ist das erste Mal für mich, dass ich so drüber spreche und so drüber reflektiere. Das heißt, ich freue mich ganz besonders. Am Anfang hatte ich darüber nachgedacht, ob ich nicht lieber über Zuckerstreuer und Tischarrangements und Interior Design spreche und wie man damit irgendwie Lernumgebungen fördern kann. Aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich festgestellt, naja, es geht eigentlich um was ganz anderes. Es sind nämlich nicht die Tische und nicht das Tapeart und nicht die Kaffeemaschine oder so, sondern etwas anderes. Alles beginnt im Jahr 2011. Ich bin sage und schreibe 18 Jahre alt und habe gerade mein Abiturzeugnis in der Hand. Und ich dachte, naja, ich mache so was ganz Klassisches. Ja. Ich war in der Schule relativ gut im Schreiben und ich war so, naja, okay, gut, Journalismus oder Germanistik oder irgendwie Literaturwissenschaft, das wäre was für mich. Und ich hatte aber ein Struggle, ein Problem. Ich saß da und dachte mir so, naja, Nürnberg ist mir nicht genug, das gibt mir nichts. Wo ist die Subkultur, wo ist die Szene, wo ist das, was junge Menschen bewegen können? Und ich war so, naja, vielleicht muss ich ja woanders hingehen. Vielleicht ist 2011 ganz groß, Berlin war doch was, sollte man das tun? Und das heißt, ich trug so diesen Gedanken mit mir durch die Gegend und war mir nicht sicher, wie geht es weiter und wie das halt so ist im Sommer nach dem Abitur. Man hat so das Gefühl, alle Möglichkeiten sind da, aber irgendwie kommt da auch ziemlich viel Unsicherheit mit dabei. Und dann passiert was ganz Zufälliges. Ich bin auf einem Fotoreportage-Workshop und treffe dort einen Menschen und der erzählt mir, ja, wir haben da ein neues Projekt gemacht. Das heißt Coworking. Magst du nicht mitkommen? Also schau dir das doch mal an, das ist total cool. Und ich war so, naja, okay, gut, dann komme ich mal mit und schaue mir das mal an. Und dann saß ich da in einem Sitzsack, das hat man damals so gemacht, und hatte einen Cappuccino in der Hand. Und zwar der zweite Cappuccino, der da aus dieser italienischen Siebträgermaschine rauskam und kontempliert, dachte wieder so drüber nach, was ist so meine Situation und was mache ich mit meinem Leben jetzt. Und interessanterweise saß ich da und dachte mir, naja, die sind eigentlich ganz nett hier. Und irgendwie ist die Atmosphäre auch ganz nett. Und vielleicht ist es ja das, was ich an dieser Subkultur oder an Szene suche oder an Raum, wo man etwas mitgestalten kann. Und ich weiß nicht, was es dann am Ende war, die netten Menschen, der Cappuccino oder meine Mutter, die gesagt hat, naja, bleib doch noch ein bisschen in der Gegend. Ich bin nicht nach Berlin gegangen, sondern hier geblieben und hing dann irgendwie im Coworking Space rum. Und ganz verabschieden konnte ich mich aber von meiner Idee der klassischen Laufbahn, Studium, Praktika, Eintritts, Jobstelle, konnte ich mich irgendwie noch nicht so lösen und habe mich gleichzeitig in Erlangen dann nochmal zum Studieren eingeschrieben. Ihr ahnt es schon, das ist grandios gescheitert. Das hat nicht so lange funktioniert. Parzival lesen, Germanistik war das und kleines Latinum machen und sowas. Und weil die Alternative, die sich mir bot, war so viel besser. Die war so viel spannender. Die hat so viel mehr Selbstwirksamkeit. Denn mit diesem Coworking Space kamen einen ganzen Haufen ITler und Hacker und Startup-Gründer 2011 noch ganz beeindruckend. Und die lebten nach einem Credo, in dem es hieß, naja, alles, also die Idee ist nichts wert, nur das, was du umsetzen kannst. Und das heißt, sie haben mir alles beigebracht, was sie wussten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal weiß, wie das Programmieren einer Webseite geht. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal dastehe und sage, ja, Google Tag Manager und Google Ads, überhaupt kein Problem, das mache ich. Und ich hätte nie gedacht, dass mir edX, Coursera und diese Community im Coworking Space so viel mehr beibringen können, als was mir eine Schule, ein Studium jemals hätte zeigen können. Und das ist die Pointe. Die Pointe ist,
Es ist die Community und es sind die Menschen und die Hosts, die diese Lernräume gestalten. Das war ein wichtiger Schlusssatz. Ja, dann gehen wir wieder nach online und zwar zu dem Andreas und oder Maris, das sehe ich sie schon, mit dem Thema Zettelkasten. Was ist das und warum hilft es mir? Wollt ihr mich klicken lassen oder wollt ihr Kontrolle übernehmen? Oder wollt ihr erst noch überlegen? Wenn wir keine Slides haben, stimmt das schon. Braucht ihr nicht Kontrolle übernehmen. Dann starte ich den Timer und ihr legt los. Ja. Eure Zeit läuft. Danke. So, hallo Andreas erstmal. Du, kurze Frage mal an dich. Erklär mir doch mal ganz geschwind den Zettelkasten, bitte. Ja, der Zettelkasten ist ein persönliches Wissensmanagement und im Prinzip, also die Prinzipien sind ziemlich einfach dabei. Schreib einfach alle deine Informationen, alle deine Gedanken auf Zetteln an einem Ort und lass sie da auch nicht nur einfach liegen, sondern fang an, die miteinander zu verbinden, die Informationen und auch zu bearbeiten. Wenn du anfänglich noch so eine große Idee hast, überarbeite die immer wieder, mach die kleiner, verbinde die und beobachte, wie daraus immer mehr wird. Das heißt, der Zettelkasten, im Kurzen gesagt, ist dein Wissen nicht nur in einem Fach ablegen und hoffen, damit mal wieder was zu machen, sondern es auch aktiv zu benutzen und zu verarbeiten. Das könnte man schon sagen, ist so der Grundgedanke davon. Spannend, das klingt ja jetzt super einfach. Ich weiß das jetzt, ich kann eigentlich gleich morgen damit loslegen, oder? Klar, du kannst direkt morgen loslegen, aber wie es halt immer so ist, das Prinzip, das lässt sich total einfach erklären. Das ist tatsächlich keine große Sache. Die Verinnerlichung von den Prinzipien, das erfordert dann schon ein bisschen mehr Denken dabei, ein bisschen mehr Aufwand dabei, denn beim Umsetzen, wenn du schon gerade morgen anfängst, wirst du deine ersten Notizen anfangen, das meiste 2-3 Tage und dann fangen spätestens die Fragen an, so von wegen, ja, aber wie komme ich damit jetzt weiter, wie verlinke ich denn überhaupt, in welchem Programm mache ich das überhaupt, ich habe hier mein schönes Notizbuch oder OneNote oder irgendetwas, wie verlinke ich eigentlich? Und da kommt dann schon die Schwierigkeit auf, wie mache ich das eigentlich? Es gibt netterweise viele Artikel dazu, Bücher, Videos dazu, in jedem wird das Konzept schön vorgestellt und die Schwierigkeit ist dann die Umsetzung. Wie fange ich denn eigentlich an? Und wenn ich angefangen habe, wie mache ich überhaupt weiter? Daher, morgen direkt anfangen, klar, kannst du machen. Könnt ihr alle machen. Ich würde es sehr empfehlen. Und dann Struktur suchen, um weiterzumachen, um zu vertiefen, um die Konzepte zu verinnerlichen. Mhm. Das heißt, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich jetzt wirklich morgen schon anfangen möchte? Wie gehe ich da am besten ran? Hast du da irgendeine Idee dazu? Na, das Schöne ist, dass wir, also Maris, ich und andere, tatsächlich vor 1,5 Jahren vor dem Thema standen und angefangen haben und aus den Sachen, die wir beobachten konnten, einen Lernpfad zusammengestellt haben, der momentan, also der gerade in der Abschluss der Proberunde ist und auch schon als Repository zu finden ist. Demnach würde ich empfehlen, auch beim Lernpfad, Zettelkasten, einzusteigen, dort das zu machen und sich einen Lernzirkel zu suchen, um das tiefer zu erarbeiten. Und somit in der Gruppe die Fragen zu diskutieren, zu reflektieren, mit dem Leitfaden, der einen so da durchleitet, einzusteigen und sich einen Zettelkasten aufzubauen und ihn zum Leben zu erwecken. Cool, danke dir. Wir freuen uns auf alle, die morgen bei unserer Session vorbeischauen. Genau, da gehen wir tiefer drin ein, da gehen wir noch mal ein bisschen mehr Hintergrund drauf ein und stellen auch schon mal unseren Lernpfad weiter vor, gehen auf die Details ein und ihr könnt Fragen stellen. Sehr schön, euer Applaus hier aus dem Raum und online. Dankeschön. Ich poste auch gleich mal euren Link in den Discord-Chat, weil der Leitfaden ist schon da, auch wenn er noch nicht durch die letzte Runde gelaufen ist. Und was ich vielleicht noch erwähnen kann, viele Leitfadenteams schlagen bei uns auf und haben in Word oder OneNote oder Google Doc geschrieben. Andreas ist irgendwie aufgeschlagen und meinte, sie haben da mal so einen Leitfaden, ob der ins LernOS-Universum passen würde. Und übrigens, wir haben den in Deutsch und Englisch und wir haben ihn fertig in dem GitHub-Repository. So, perfekt. Vielen Dank an euch und danke für den Lightning Talk.
Ja, dann switch mal über zu der Anja, die sehe ich auch schon. Anja, ich stelle mal den Timer auf Null, weil ich glaube, du hast uns viele Sachen zu zeigen. Anja, der Woman in Tech MOOC als Inspirationsquelle für persönliche Lernumgebungen. Deine Zeit läuft. Dankeschön, Simon, aber ich sehe die Folien nicht. Seht ihr die? Wir hier ja. Bei mir dreht sich das Rad. Ich kann auch nur ein drehendes Rad sehen. Okay, warte mal, ich schalte mal eine Folie vor und eine zurück. Vielleicht hilft das. Ich habe die Eingangsfolie. Ebenfalls neu scheren. Das warte mal, hier kommt ein Tipp. Teams häufig funktioniert. Genau, hier kommt gerade der Tipp. Einmal aus Teams raus, Anja, und nochmal rein. Weil ich glaube, das geht schneller, wenn wir die Folien, das ist ein recht großes Slide-Deck. Ich muss ewig klicken, bis ich da wieder gelandet bin. Also wenn du einmal rausspringst und nochmal rein. Ja. Und ich packe euch in der Zeit auf den Bühnenkanal mal den Lernus-Zettelkasten-Leitfaden. Vielleicht kann einer eine schöne Pausenmusik summen. So, super. Siehst du die Folien? Ich sehe die Folien, ja. Du kannst oben Take Control, klicken, wenn du willst, ja. Dann kannst du selber klicken. Hab ich gemacht. Perfekt. Nee. Oder du sagst mir weiter, wie du magst. Oben links müsste Take Control oder Kontrolle übernehmen. Hab ich. Okay, dann kick mach doch ich weiter für dich. Im Sekundentakt. Ja, einfach. Aber also wir haben ein Problem, weil ich kann auch nicht weiterklicken. Ich muss mal, Moment, ich muss erst die Kontrolle übernehmen. So, jetzt Woman in Tech. So, jetzt aber. So, einfach, geh einfach schnell vorbei. Also, ich erzähle was, vielen Dank, dass ich hier sein darf, über den Woman in Tech MOOC weiter. Ich habe das nur eingehangen, damit man das später nachlesen kann. Ich bin Anja Wagner von Fräulein Flow, eine Bildungsagentur in Berlin. Und ich möchte gar nicht so sehr über den MOOC als Lernplattform oder Lernumgebung sprechen, sondern über den MOOC. Also, was ist ein MOOC für alle die, die das noch nicht kennen? Das glaube ich aber nicht in dem Kontext. Hier ist ein Massive Open Online Kurs. Und ich glaube, das Format des MOOCs als solches, als Konzept, hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Darüber können wir gerne morgen mal sprechen, wenn ich in diesem Meet-the-Speaker-Bereich bin. Kannst weiterklicken, bitte. Und ich habe auch deshalb die alte Folie von Jane Hart nochmal genommen, von 2017, weil das ist eigentlich so dieser Umbruch, der durch das Web 2.0 kam, dass man eben nicht mehr im klassischen Sinne Wissensvermittlung betreibt, sondern den Menschen in den Mittelpunkt sich denkt. Und ihr seid ja jetzt auch bei einer Konferenz, wo es darum geht, halt die Lernumgebung selbst zu gestalten. Und genau darum geht es eigentlich. Und leider ist das in der Bevölkerung noch nicht so breit vertreten, diese Kompetenz. Du kannst mal noch einen weiter klicken, bitte, weil unten in dieser Lernumgebung hat man unten eigentlich gesehen, dass die MOOCs sind ein Teil der potenziellen Lernumgebung, die ein Mensch sich gestalten kann, genau, neben allem anderen, was uns im Netz zur Verfügung steht. Seit 2017 sind auch jede Menge andere Umgebungen dazugekommen, aber im Grunde zeigt diese Grafik sehr gut aus, dass jeder für sich seine eigene Lernumgebung gestalten kann und was für die eine Person das Richtige ist, muss für die andere nicht dasselbe bedeuten. Bitte weiter. Und das ist nur das Logo und nochmal weiter, genau. Und wir haben uns in diesem Woman in Tech MOOC, da geht es im Grunde darum, dass wir haben ja diesen ganz großen Fachkräftebedarf und jetzt geht es ja darum, auch die Frauen wieder zu entdecken, auch die Frauen im fortgeschrittenen Alter als potenzielle Erwerbstätige. Und viele sehen wir so in unserem eigenen persönlichen Kontext, tun sich sehr schwer damit, in diesen Tech-Bereich einzusteigen. Und wir wollten dem da mal so ein bisschen Inspirationsquellen bieten und Frauen vorstellen, die eben kein MINT studiert haben oder vor allen Dingen Frauen, die kein MINT studiert haben und trotzdem in der Tech-Branche in irgendeiner Art und Weise Karriere gemacht haben und weiterhin Karriere machen. Das war die Idee dahinter. Nochmal weiter, bitte. Und dazu haben wir verschiedene Sachen angelegt. Das eine ist dieser reine Kurs. Genau, da haben wir verschiedene Frauen. Kannst weitermachen. Einfach klicken. Genau, da haben wir verschiedene Frauen
vorgestellt und haben dann sie interviewt. Raffaelina, die kennt ihr ja auch aus der LernOS-Community, haben wir dann am Schluss beauftragt, eine Sketchnote noch anzulegen, die im Grunde die Ergebnisse dieser Frau in ihrem Tech-Business schön strukturiert darstellt. Ich finde, die sind sehr gelungen. Kannst du noch mal weitergehen, bitte? Und das sind die Frauen, die wir interviewt haben, genau. Und dann ging es im Grunde auch darum, was können wir anderen Frauen empfehlen, in die Tech-Branche einzusteigen. Und vor allem diese MOOCs, wenn ich daran so auch diese Interviews führe, stelle ich fest, sind für mich vor allen Dingen auch eine unglaubliche Lernexperience. Und was haben die Frauen, was könnte man da jetzt mitnehmen? Dann haben wir auch natürlich diese ganzen KI-Tools genutzt, haben alle Videos transkribiert, am Schluss in ChatGPT rein und hab denen gebeten, fass das mal bitte zusammen, was die Learnings sind aus diesen ganzen Interviews. Und dann hat er mir hier 7 Punkte angeführt, nämlich, und das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Motivationstrainer, da kannst du jetzt mal durchklicken, bitte, Simon. Das hätte man sich jetzt auch vorher so vorstellen können, ne? Lernen, umarmen, Selbstzweifel überwinden und all diese. Das klingt so ein bisschen bla bla, aber wenn man in die einzelnen Videos reinhört und in die Interviews und diese persönlichen Lerngeschichten hört, dann wird man selber motiviert. Also auch ich und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, man zieht sich dann da so ein bisschen auch hoch, ne? Man sieht, dass vieles möglich ist. Nochmal weiter, bitte. Und das habe ich hier verlinkt in der PDF, da könnt ihr auch direkt reinspringen. Genau, und das ist im Grunde jetzt einfach noch weiter. Genau, das ist der MOOC. So, und das ist das Wichtige, dass der MOOC eben nicht selber die Lernumgebung ist, sondern wir das Verständnis auch haben, aus dem MOOC heraus, das ist zwar eine Anlaufstelle, aber aus dem MOOC heraus in alle möglichen Plattformen hinein kleine Facetten reinzutransportieren, um eben die Menschen da zu erwischen, wo sie sich eh schon bewegen. Und dann haben wir halt irgendwie Instagram Reel kurze Passagen reingestellt, in Pinterest, in LinkedIn und so weiter. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir also wegkommen, den MOOC als den Online-Kurs als Lernplattform zu sehen, sondern halt das Netz und alles Weitere kann man sich dann in den Folien anschauen, bitte. Danke dir, Anja, dass du das trotz Hakeligkeiten so cool durchgezogen hast. Vielen, vielen Dank. Dein Applaus hier vor Ort und online. Ihr seht, es ist noch ein bisschen was zum Nachlesen in den Folien. Das könnt ihr gerne im Nachgang tun. Die Folien und das Video werden wir... Hätte ich selbst klicken können, wäre ich wahrscheinlich durchgekommen. Genau, ich war einfach zu langsam, das stimmt. Gut, dann gehen wir zurück hier auf die Bühne nach Nürnberg. Der Alfred ist da, Haltung lernen. Und was hat es mit dem Leitfaden Achtsamkeit und... Achtsamkeit und Diversity? Diversity und Inclusion heißt der, oder? Diversity und Inclusion. Okay. Moment, ich stelle deine Uhr auf 0. Jupp. Rechte Pfeiltaste, oder wollen wir? Ja, also ich möchte euch mitnehmen auf eine spannende Lernreise. Und zwar ging es los. Anfang des Jahres, im Januar, haben 3 super Begleiterinnen, die Anke ist heute da, der Franz und der Ingo, uns 12 Wochen mit dem Thema Haltung beschäftigt. Der Impuls kam vom Volkmar Langer, und Grundlage war das Buch Haltung entscheidet, das habe ich auch heute Morgen mit dabei, da könnt ihr gerne nochmal vertiefen. Und wie das jetzt mit den 2 Leitfäden zu tun hat, das hört ihr jetzt gleich. Und zwar haben wir ziemlich oft diskutiert über den Begriff im Deutschen Haltung. Ja, wenn man das oft in Social-Media-Plattformen eingegeben hat, dann kam so Tierhaltung. Und das Zweite, was wir assoziieren mit dem Thema Haltung, ist eine Körperhaltung. Das heißt, dass jemand, der aufrecht steht oder vielleicht schon im Rollstuhl sitzt, dann hat der eine andere Haltung als wie jemand, der aufrecht steht und der vielleicht auch noch ein bisschen anders ausschaut. Und die dritte Facette war das Thema Haltung. Ist das eine reine Geisteshaltung? Spielt sich das nur im Hirn ab oder ist es darüber hinaus auch noch mehr? Und die Definition, die ich gefunden habe, die es für mich sehr passend und griffig auf den Punkt gebracht hat, heißt Haltung von Martin Permantier. Haltung ist ein Realitätsfilter, der bestimmt, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und was wir wahrnehmen können. Das muss man erst einmal verdauen. Ja. Und da kommt dann der
der Achtsamkeitslernpfad, der neues Lernpfad ins Spiel. Und zwar heißt, diese Aufmerksamkeit bewusst richten, heißt halten, heißt atmen. Oft haben wir das Zitat von Viktor Frankl mit drin gehabt, zwischen Reiz und Reaktion entsteht ein Raum. Und das haben wir heute auch schon ein paar Mal gehört. Also dieses Reflektieren, dieses Pausenmachen ist sehr, sehr wichtig. In dem Überblick seht ihr nochmal die 6 Haltungen von Sicherheit, das ist ein Grundbedürfnis, bis hin zum Sinn über Status und Werte im Laufe eines Lebens. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, auf das Themen oder auf die 6. Haltung oder die systemisch autonome Haltung, wie es Martin nennt. Ich erkenne meine innere Vielheit und Subjektivität. Das heißt, bedeutet eine gewisse Reflexionsfähigkeit. Und dann sind wir auch bei der 2. Verbindung, die Vielheit bei sich erkennen und beim Gegenüber erkennen. Das heißt, wie viele Talente habe ich? Die Piwi und ihr Team haben ja den Diversity und Inclusion Lernpfad gemacht. Das heißt, da geht es los mit der Innenschau. Also wie viele Talente habe ich in mir? Wie kann ich die geschickt nutzen? Und wenn ich die bei mir erkenne, dann erkenne ich die auch im Idealfall bei den anderen. Also diese 2 Lernpfade gerne mal durchlaufen und Rückmeldungen an zum Beispiel Hadi oder auch an die Bibi. Und zum Schluss geht es natürlich um Kommunikation. Also hier entsteht Kommunikation auf 4 Ebenen. Das heißt, im Idealfall, wenn wir mit dem Hirn reden, haben wir einen Austausch von Fakten. Ja. Wenn wir mit dem Herzen sprechen, dann erstellen wir schon mehr Verbindung zueinander. Und wenn wir unten sind, dann entsteht Co-Creation, was wir heute auch schon gehabt haben. Und mein Wunsch oder mein Aufruf an euch jetzt auch die nächsten 2 Tage ist, entdeckt die Vielheit in euch und entdeckt die Vielheit um euch herum und nutzt die Potenziale, die Stärken von euch und von allen, die heute hier sind, umarmt euch selbst und umarmt die anderen. Und dann entsteht auch gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ciao. Sehr schön. Dann blätter ich weiter und bin froh, den Thomas schon zu sehen. Thomas Inger. Als die Pandemie losging, haben wir versucht, für die Schule und für die Kids einen Minecraft-Server aufzusetzen. Die konnten alle nicht untereinander kommunizieren, weil die Xbox nicht mit Windows und nicht mit Java und was weiß ich. Ich bin auf MindTest gestoßen und habe geguckt, wer kennt sich denn damit aus? Hab gegoogelt und Thomas Ebinger vom MindTest Bildungsnetzwerk hat mir meine Fragen beantwortet, welche Module man braucht, wie man das einrichtet am Anfang. Und so haben wir seit Pandemieanfang jetzt eigentlich einen eigenen MindTest-Server, den wir auch hier nutzen. Und ich bin total froh, Thomas, dass du uns den Lightning Talks zu MindTest als Lernumgebung gibst. Deine Bühne. Wunderbar, ich freue mich, ein paar Impulse weiterzugeben. Erstmal mein Mastodon-Handle, da ist ganz gut was los. Das freut mich über LernOS. Was ist das beliebteste Spiel immer noch bei Jugendlichen? Minecraft. Ein Riesenphänomen, dass das immer oben bleibt. Ich glaube, der Grund ist, weil man damit so viel machen kann und so unterschiedliche Lern- und Spielumgebungen gestaltbar sind. Ich bin Pfarrer und Lehrer an der Grundschule, aber auch mit Konfis habe ich es schon ausprobiert. Ich möchte auf die Schnelle 7 Grundtypen einer Mindtest-Didaktik vorstellen. Für mich hat Mindtest genau die gleichen Möglichkeiten und Fähigkeiten wie Minecraft, weil es Open Source ist, finde ich sogar besser anzupassen. Es ist vor allem für Schulen und Bildungsumgebungen völlig kostenlos und das ist natürlich super. Man kann kreativ bauen, zum Beispiel einen Bauwettbewerb machen. Sowas machen wir immer im Advent. Gibt es einen Adventskalender, jeder baut was und das wird dann gefeatured als Türchen. Das sind zum Beispiel solche genialen Sachen entstanden. Man kann Dinge nachbauen, also was ganz Einfaches, eine Kirche nachbauen. Hier sieht man meine Bartholomäuskirche nebenan. Habe ich mit Grundschülern nachgebaut, genauso wie die Grundschule. Man kann richtige Lernadventures bauen. Zum Beispiel mein Handy, der Link ist hier drin, wurde gebaut auf unserem Server. Das ist ein Spiel, wo man erleben kann, wie Handys produziert werden und welche problematischen Stoffe da drin sind. Oder ein von der EU gefördertes Spiel, auch auf unserem Server Play Your Role, wo man hier zum Beispiel einfach mit den Figuren drauf geht und so ein Bewertungsspiel machen kann, eine Skala. Man kann einfach ein Quiz bauen. Da gibt es
ganz viele Möglichkeiten. Was sehr beliebt ist, sind Escape Rooms, Breakout Didaktik. Habe ich erst heute gemacht. Ich mache so eine Rallye Digital AG mit meinen Schülern und wir haben das nachgebaut. Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wo man Wissen sammeln muss, entweder im Spiel oder außerhalb vom Spiel recherchieren. Und der Witz ist nicht einfach, das zu lösen, sondern das zu konstruieren, so ein Spiel, und das zu bauen. Und dafür braucht man durchaus auch ein bisschen Programmierkenntnisse. Denn Programmieren lernen ist auch was, was man super damit machen kann. Denn wer motiviert ist, so eine Spielumgebung zu gestalten, der kommt irgendwann auf das, was es Kompliziertes gibt. Also es gibt hier den Retro-Klassiker Snake auf unserem Server, der mit Hilfe von Messicons programmiert wurde. Das ist so eine Art Redstone für Mindtest. Außerdem gibt es Visualbots. Das sind ganz einfache so Turtles, Schildkröten, mit denen man einfach visuelles Programmieren ausprobieren kann. Auch medienpädagogisch sind sehr anspruchsvolle Dinge möglich, zum Beispiel Videos drehen. Geht eigentlich ziemlich einfach. Die Spieler sind Schauspieler. Man nimmt das Ganze auf mit irgendeinem Screencast-Programm. Ich empfehle OBS, was extrem viele Möglichkeiten hat. Da könnte man sich als Sprecher auch noch einblenden. Und wir haben zum Beispiel hier Durchzug des Volkes Israel durchs Rote Meer gemacht, hat riesen Spaß gemacht, das zu bauen und dann anschließend auch noch den Film zu drehen. Fertige Spielumgebung, da gibt es unseren Mindtest-Bildungsserver, die Junge Akademie Wittenberg betreibt den, kostet 100 Euro im Monat und ist nicht so schnell zu crashen. Da kann man als Pädagoge Sonderrechte bekommen und dann seine Lerner managen. Was auch ein super Tool ist, ist BlogAlot, vor allem für Lehrer. Das gibt es kostenlos, einen eigenen Server, der schon pädagogisch vorbereitet ist mit Adventures. Wenn man nett fragt, darf man den auch sonst nutzen. Und natürlich, wenn man viel gelernt hat, kann man so einen eigenen Server hosten. Das ist auch richtig cool. Ich gebe zu, mir macht das Hosten des Servers, also ich bin der Admin des Mindtest-Bildungsservers mit Linux und Konsole, eigentlich mehr Spaß als das Spielen selbst. Und ich habe mir da ziemlich viele Fähigkeiten angeeignet im Laufe der Zeit, die ich sonst bestimmt nicht gehabt hätte. Ja, wie macht man das Ganze? Hier findet man die nötigen Ressourcen, wie man Mindtest installiert, erste Schritte im Spiel. Der Blog Mindtest-Bildung enthält viele pädagogische Anregungen und man kann Mindtest-Bildung auch auf Mastodon folgen. Wer eine neue Lernumgebung braucht, sollte einfach einsteigen bei Mastodon in dem Fediverse. Da ist viel Spannendes zu entdecken und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Perfekt. Man sieht meinen selbstgestalteten Pfarrer-Avatar. Das muss natürlich auch sein. Kann man auch machen. Schöne Anleitung auf Mindtest-Bildung. Du hast bestimmt noch coole Sachen gesagt, ist im Applaus hier aber total untergegangen. Vielen Dank dir, Thomas. Hier vorne haben einen Mindtest-Tisch gegeben, die ist schon da, die kann euch dann einführen. Und wer auch mal auf die Konsole, die besagte von Thomas, schauen will, können wir gerne auch mal auf den Blick auf den Server werfen und euch zeigen, wie man das postet. So, auf Mastodon habe ich gelernt, wenn Gewalttätiges auf der Bühne stattfindet, braucht es eine Content-Warning. Und genau die brauchen wir jetzt. Wir haben nämlich einen Lightning-Talk, der, Moment, ich muss ja erst wieder die Kontrolle zurücknehmen, als Battle Talk angesagt ist, mit mehreren, Spielern oder Kämpfern. Marcel Rubenlati, Battle Talk, Social Learning etablieren, Bottom-up versus Top-down. Lati, deine Bühne, dein Mikrofon und ich glaube, du hast einen Online-Battle-Counterpart. Das bin ich. Oh, danke schön. Ah, Herr Ruben. Servus, Lati, zumindest virtuell hier aus der Heimat. Finde ich total schön. Der Aussatz, ne? Finde ich total schön da oben, dass so das ganze hybride Setting dadurch funktioniert, dass man einfach auch mal, wenn man keine Zeit hat, ich vermute, wirst du viel um die Ohren haben, ne? Oder? Ja, frag nicht, wie raucht der Kopf. Also ich versuche gerade bei uns im Unternehmen Social Learning umzusetzen mit Konzept und etablieren und es ist echt viel Arbeit, das durchzusetzen tatsächlich. Ja, das ist irgendwie witzig. Wir machen gerade was Ähnliches. Ist bei der Angelika und bei mir auch aufgeschlagen. Wir sind ja Lerncoaches, wie du weißt, Corporate Learning Coaches. Ich ganztags, die Angelika halbtags. Und unser Job ist ja vernetztes Lernen. Und da sind die Devs auf uns zugekommen und haben gesagt, so von wegen, Mensch, wir bräuchten so und so und so. Und da haben wir gesagt, ja, lass uns doch mal die Leute alle zusammenbringen. Und irgendwie hat es total Spaß gemacht. Und dann schauen wir halt immer, was so passiert. Weil manchmal funktioniert es nicht so gut.
Und wir sagen auch immer, scheitern ist ein Teil von unserem Job, was aber auch nicht schlimm ist. Wir haben da zum Glück einen recht hohen Freiheitsgrad. Das heißt, wir können relativ viel ausprobieren, Formate ausprobieren. Und wie gesagt, wenn was nicht funktioniert, tja, dann ist das halt einfach so. Ne? Und oh, Lati, also ganz ehrlich, für mich ist das wie eine Tautologie. Das ist so, wir machen was und entweder klappt es oder es klappt nicht. Also es ist mir zu viel Hands-on, zu viel Chaos. Weiß doch, wie es läuft. Dann sagt jeder dem anderen, wie es funktioniert, wie die Welt funktioniert. Und außerdem, ganz ehrlich, das hört sich nach einem super hohen individuellen Aufwand bei euch Learning Coaches an. Nee, eigentlich gar nicht. Und Chaos ist das auch nicht großartig. Das sortiert sich eigentlich relativ schnell. Und ich finde es halt einfach irgendwie schön, dass die Leute halt selbst versuchen, aktiv zu werden. Dass nicht von oben alles oktroyiert wird. Und ja, ja. Sie lernen halt einfach im Alltag Stress, was sie brauchen und nicht irgendwie was andere meinen, was sie brauchen. Und wir versuchen auch kein Lernen auf Vorrat. Ja, also Blindspot schließen, ja, gerne, aber wie gesagt, kein Lernen auf Vorrat. Und ja, das kennt man ja irgendwo, ne? Was zur Schulung ist irgendwie, ist da, wenn man sie nicht braucht. Und wenn man sie braucht, ist sie gerade nicht da. Trotzdem, Lati, also für mich wird es zu klein gedacht. Also wir haben bei uns ein Learning Business Partner Programm etabliert mit einem eigenen Learn Circle zu dem Programm selber. Das wird strukturiert und verpflichtend gemacht. Wir haben dann Multiplikatoren für Social Learning. Und für uns ist halt wichtig, bei der Größe, die wir haben, Multiplikatoren zu haben, um dann Standards zu gewährleisten. Ihr habt ja überhaupt keine Standards. Also bei uns ist es klar, wir kommen top-down, wir haben klare Ziele. Und das Wichtige ist für uns, Social Learning ist super wichtig und wir wollen das überall etablieren. Und bei unserer Größenordnung global, wir kriegen das nicht durch, wenn wir nicht Standards schaffen. Ja, ja. Ein altes asiatisches Sprichwort heißt, talk doesn't cook rice. Das kenne ich schon. Da werden monatelang Konzepte geschrieben und so weiter und alles umgesetzt. Irgendwann hat die Leute nicht gefragt, dann wundert sich dann hinterher, wieso es nicht funktioniert hat. Nee, nee, bleib mal da bitte weg mit sowas. Das brauche ich echt nicht. Wir versuchen, dass die Leute selbstständig Lerngruppen bilden, dass wir in die Richtung gehen und ihr Wissen teilen. Und es funktioniert zum Großteil eigentlich auch mittlerweile schon ganz gut bei uns. Wir haben den Lerntag zweimal im Jahr, wo Hierarchie und Rollen übergreifen, jeder von uns miteinander lernen kann. Und auch in unserem Tauchrollen-Meeting schlagen regelmäßig Leute auf und teilen ihr Wissen. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Wir unterstützen nur bei der Orga. Und wie gesagt, meistens klappt das ganz gut. Ja, gut, aber Lati, ganz ehrlich, wie wollt ihr wissen, dass die Lerngruppen effektiv sind, welche Lerninhalte vermittelt werden und wie wollt ihr Qualität sicherstellen? Also wir können sogar so weit gehen, dass wir sagen, wir haben teilweise sogar messbare KPIs. Ja, genau, KPIs, Lieblingswort von mir, was für ein Wissensmanagement und KPIs, das passt gar nicht so recht zusammen, sorry, überhaupt nicht. Und weißt, ihr wisst nicht, was die Leute brauchen, wenn die Leute wahrscheinlich gar nicht fragt. Da wird irgendwas von oben verordnet und dann haben die was zu lernen oder dürfen die was lernen, was außerhalb von der Geschichte eigentlich ist? Das ist so ein Quatsch, Lati, ganz ehrlich. Also ich finde, die Leute, wenn die strukturiert zusammenkommen, die finden dann schon ihre Themen. Die müssen ja nicht alles machen, was wir sagen. Die werden dann schon ihre eigenen Pfade finden. Aber ein bisschen mehr Ordnung darf es schon sein als bei euch. Und ganz ehrlich, bei unserer Unternehmensgröße ist es wichtig, dass wir das strukturiert haben. Nee, das machen wir alles grassroot. Und wie gesagt, das funktioniert ja nicht zum Großteil ziemlich gut. Und die paar Sachen, die nicht funktionieren, ja, ist halt dann so. Und was wir auch machen, wir fragen wirklich unsere Führungskräfte nicht. Wir haben da ziemlich viel Freiheit. Und wir legen einfach los und wenn das Ganze funktioniert, erzählen wir halt die Erfolgsstory. Und wenn es nicht funktioniert, erzählen wir das auch meistens, weil, wie gesagt, ist das scheitern, ist ein Teil von unserem Job. Da schämen wir uns auch nicht dafür. Also Lati, du siehst, ich mache dicke Backen. Wir zwei kommen heute nicht mehr auf den grünen Zweig. Wir brauchen euch in Nürnberg in der Burg als Schiedsrichter. Kommt bitte morgen zu unserer Session im Raum Endermann um 13:15 Uhr. Dann stelle ich unseren Ansatz vor und zeige, dass das der bessere ist. Genau, komm vorbei und dann gehen wir auch anders miteinander um. Dankeschön. Es ist im Augenzwinkern, Leute, mit dem Augenzwinkern. Ich hatte befürchtet, es fließt mehr Blut, aber das war ein zivilisierter Battle. Sehr schön. Ja, dann haben wir den nächsten Lightning Talk. Der Björn ist da, das sehe ich ihn schon, von Nextcloud. Er hat auch schon die Kontrolle übernommen, das ist gut. Nextcloud versus Microsoft 365. Vielleicht habt ihr vor einer Weile mitgekriegt, Nextcloud hat sich einmal positioniert, zu sagen, wir wollen in diesem Collaboration-Umfeld und damit bei Arbeits- und Lernumgebung dritte Player neben Microsoft und Google sein. Und das ist schon recht beeindruckend, was ihr Jungs und Mädels da hingelegt habt in den nächsten Jahren. Deine Bühne, Björn, gib uns da mal einen Überblick, was man damit alles tun kann. Hallo alle zusammen. Ich habe jetzt die Herausforderung, in 5 Minuten Nextcloud als Arbeits- und Lernumgebung vorzustellen, was, wie ihr sehen wird, gar nicht so einfach ist, da der Content einfach so riesig groß ist. Was ihr euch wahrscheinlich fragen werdet, warum überhaupt Nextcloud? Es gibt doch schon so viele Tools da draußen, Microsoft 365, Google, wie sie alle heißen. Die kurze Antwort und die direkte Antwort ist digitale Souveränität. Mit Nextcloud habt ihr die Kontrolle über eure Daten, wo sie gespeichert sind und was damit passiert. Und wenn euch das vielleicht nicht so ganz spannend findet, das Thema, dann betrachtet es von der Seite Funktionalität und technische Möglichkeiten.
Ist eine komplett erweiterbare Open-Source-Plattform, die ihr selber betreiben könnt. Und damit könnt ihr Nextcloud zu eurer persönlichen Lern- und Arbeitsumgebung machen, so anpassend, genau wie ihr es braucht. Und vorher ist gerade dieses komische, der schöne Zitat gefallen, von oben verordnet. Genau das ist eben hier auch nicht der Fall. Ihr baut eure Plattform so auf, wie ihr es braucht, wie ihr am effektivsten seid. Jetzt will ich, wie gesagt, euch so einen kleinen Überblick geben, was kann denn Nextcloud alles? Bei Nextcloud fängt alles an mit der Dateiverwaltung. Das heißt, ich kann meine Dateien hochladen, kann sie dort im Browser, aber auch auf den mobilen Endgeräten verwalten, bearbeiten. Alles, was ich erwarte, finde ich dort. Teilen Funktionen mit einer feinkörnigen Berechtigung, Gruppenordner. Ich kann Dokumente automatisch klassifizieren lassen, Versionierung, Kommentare, Workflows, kurzum alles, was man sich so wünscht oder vielleicht auch noch nicht wünscht, aber wenn man drüber nachdenkt, denkt, das ist vielleicht ganz praktisch. Natürlich, wenn die Dokumente in Nextcloud drin sind, will man sie auch editieren. Mit Nextcloud Office kann ich alle gängigen Office-Dokumente nicht nur alleine, sondern auch kollaborativ mit meinen Kollegen zusammen editieren und bearbeiten. Ein weiterer ganz wichtiger Bereich ist das Thema Groupware. Da bietet Nextcloud uns die Möglichkeit, sowohl unsere Kalender, Adressbücher als auch E-Mails zu verwalten. Auch das natürlich wieder vollständig kollaborativ. Das heißt, genauso wie ich Dateien teilen kann, mit einer feinkörnigen Berechtigung kann ich das Gleiche mit Adressbüchern, Kalendern machen, mit Shared-Mail-Inboxen. Und hier sieht man auch schon mal zum ersten Mal so einer der ganz großen Stärken von einer Plattform wie Nextcloud, diese Integration. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Nextcloud Mail eine Einladung kriege, wird die automatisch in meinen Kalender eingefügt. Und andersrum, wenn ich eine Einladung gerade fertig mache, kann ich direkt einen Nextcloud Talk-Raum erzeugen und den Link direkt an die Einladung mit ranhängen und verschicken. Stichwort Nextcloud Talk. Nextcloud Talk ist die Chat-, Video- und Audio-Kommunikationsplattform in Nextcloud. Das heißt, ich kann in Nextcloud auch Gruppenchats, 1-zu-1-Chats haben, Videocalls, ganze Webinare. Und das Schöne ist, wieder komplett on-premise auf meiner Infrastruktur. Ihr werdet sicher schon oft gehört haben von vielen großen Anbietern, die sagen immer, macht euch keine Sorgen, ist ja alles Ende-zu-Ende verschlüsselt. Denkt immer dran, es geht auch um die Metadaten. Gerade bei der Kommunikation sind da Metadaten, wer kommuniziert mit wem, wann, wie häufig und wo, oft wichtiger wie der Inhalt. Bei einer Lösung wie Nextcloud habt ihr alles unter eurer Kontrolle und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Nächstes Thema, Wissensmanagement, denke ich, ist gerade für diese Gruppe hier natürlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Auch hier bietet Nextcloud ganz viele Möglichkeiten von einer einfachen Notes-App, das heißt, ich kann einfach meine Notizen auch unterwegs mit schönen Mobile-Apps machen, bis hin zu einem kompletten Wiki, das heißt, bei Nextcloud Collectives kann ich meine Wiki-Seiten auch wieder kollaborativ erstellen und bearbeiten. Das heißt, ich habe da einen schönen Editor, wo man gemeinsam auch diese Wiki-Seiten editieren kann gleichzeitig. Und das Schöne ist da auch wieder mal die Integration. Das heißt, wenn ich in diesem Wiki ein Dokument verlinke, einen Talkraum, ein Event aus dem Kalender, ist es nicht nur ein Link, sondern es wird schön als Kachel gerendert. Ich sehe direkt, was drin ist, kann entweder draufklicken, dahin springen oder auch in der Kachel manchmal schon direkt die eine oder andere Funktion direkt ausführen. Aufgaben habe ich gerade erwähnt, die man in dem Wissensmanagement integrieren kann. Das heißt natürlich, ein Aufgabenmanagement darf auch nicht fehlen. Da haben wir mit Nextcloud unser Deck. Da kann man eben kollaborativ in Kanban-Style seine Aufgaben verwalten. Das jetzt einfach mal so als grober Abriss, was alles Nextcloud kann. Nextcloud kann aber noch viel mehr. Wir haben einen App Store mit mehr als 200 Apps, wächst sehr schnell. Das heißt, da kann man sowohl sich seine eigene App raussuchen, als auch natürlich mitarbeiten und seine eigene App dort bereitstellen. Das heißt, gerade dieser Ansatz, ich baue mir meine eigene Lern- und Wissensplattform, wie ich sie haben will. Und einfach in der Liste sind hier ein paar Apps aufgelistet, die ich ganz spannend finde. Gehe ich jetzt im Detail nicht drüber, kann man sich ja sowohl im App Store als auch auf den Slides nachher noch in Ruhe angucken. Die Frage, wenn er sagt, oh, das ist jetzt ganz spannend, woher bekomme ich denn meine Nextcloud? Wie gesagt, Nextcloud ist Open Source. Ich kann es selber betreiben, wo ich will, auf meinem Raspberry Pi, auf meinem kleinen Home-Server, auf dem Shared-Hoster. Das heißt, einfach Nextcloud.com gehen, runterladen, selber betreiben. Wenn ihr sagt, ich bin nicht so technikaffin, selber betreiben ist nichts für mich. Es gibt ganz viele Nextcloud-Hostings. Also einfach mal im Internet nach Nextcloud-Hostings suchen und dann findet ihr ganz viele Angebote. Mein Tipp immer, achtet drauf, dass da wirklich Nextcloud prominent dran steht, im Idealfall sogar ein Nextcloud-Partner-Logo, dann wisst ihr, dass die das nicht nur komplett auf eigene Faust betreiben, sondern mit uns als Firma auch im Hintergrund. Das heißt, dann wisst ihr, das ist wirklich stabil, sicher und wird langfristig gut für euch betrieben. Und wenn die beiden Ansätze beide nichts für euch sind, einfach vielleicht uns kontaktieren und dann wisst ihr mehr. Genau, dann Summary spare ich mir und zurück zum Simon. Sehr schön, dein Applaus virtuell und online. Und ich kann euch sagen, das ganze Orga-Team hat alle Files und auch
Protokolle über Nextcloud geschrieben. Also wir haben das auch gemacht. Falls das mal jemand sehen will, könnt ihr gerne auch aufs Orga-Team heute Abend zukommen. Danke, Björn, für eure Arbeit und den Talk. Ja, dann haben wir den Jan als nächstes wieder oder nochmal online mit dem zweiten neuen Leitfaden, der jetzt zur LOSCON erscheint, nämlich einen zum Probleme strukturiert lösen. Wenn ihr keine Probleme habt, könnt ihr jetzt weghören. Wenn ihr ab und zu mal Probleme lösen müsst, dann hört euch an, was der Jan zu sagen hat. Deine Bühne, Jan. Vielen Dank, Simon. Und erstmal Dankeschön, dass ich hier mein Pet Project, nämlich den neuen Lernungsleitfaden Probleme strukturiert lösen, vorstellen darf. Und wie jede gute Problemlösung geht es los mit einem Problem. Die zwei hier, nennen wir sie Erna und Bert, haben ein Problem, aber sie wissen auch, wie sie es tun wollen und sagen, na gut, dann geht's mal los. Was sie zuerst tun, ist sich ein Team suchen, möglichst divers, mit unterschiedlichen Sichtweisen und Werkzeugen, mit denen die Leute ans Problemlösen herangehen. Als nächsten Schritt kommen das Team zusammen, um das Problem genau zu beschreiben. Denn nur wenn ich genau weiß, wie das Problem aussieht, weiß ich auch, wie ich es lösen kann. Dritter Schritt, nachdem man genau weiß, was das Problem ist, wissen wir auch, was die Folgen sind und können diese schnell lösen. Sei es mit der echten Feuerwehr oder der bildlich gesprochenen. Wenn die ersten schwierigen Probleme aus dem Weg sind, können wir daran gehen, uns die Wurzeln des Problems anzuschauen, um herauszufinden, wo wir denn anpacken können, um eine wirkliche nachhaltige Lösung zu generieren. Was uns zu einem Plan führt, im besten Fall, mit dem wir denken, dass wir das Problem lösen können und mit dem wir zeigen können, dass das Problem auch gelöst ist. Nächster Schritt natürlich ist die gemeinsame Umsetzung der notwendigen Veränderung. Das Team packt also an und fängt an, die Wurzeln des Problems zu lösen und neue Änderungen einzuführen. Dabei bleiben sie aber nicht stehen, denn sie nehmen das, was sie als Erfahrungen aus diesem Prozess mitgenommen haben, um Verbesserungen in der gesamten Organisation umzusetzen. Zu schauen, was habe ich gelernt, was weiß ich jetzt Neues über mein System, wie kann ich das für mich in Zukunft auch anderweitig anwenden. Dann schließlich haben wir das Problem gelöst, vieles gelernt und Erna und Bert dürften zu Recht sich selber und ihr Team feiern. Wer jetzt sagt, das will ich auch können oder ausprobieren, kannst du, denn es gibt den neuen Lern-OS-Lernpfad Probleme strukturiert lösen. Für alle, die die Details suchen, eine Folie zu früh. Was da drin ist, ist die 8D-Systematik aus der Automobilindustrie, sozusagen der Benchmark aus der Industrie, um Problemlösung zu betreiben, gekreuzt mit Elementen aus dem Kinevin-Framework und Teile aus Design Thinking. Wer Details nachlesen möchte, kann sich das auf den Slides hier runterladen und Kontakt aufnehmen. Und wenn ihr sagt, das will ich auch können oder nee, das geht alles ganz anders, seid herzlich eingeladen. Im September 2023 gibt es eine Prototype Experience, wie ich es genannt habe, wo zum ersten Mal der Lernpfad begleitet durchgeführt wird. Link zum Peerfinder teile ich gleich auf Discord. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch dabei begrüßen kann und wünsche euch noch eine schöne LOSCON. Habt einen guten Abend. Tschüss. Dankeschön. So, danke dir, Jan. Dann springen wir eins weiter und dann haben wir wieder den Talk hier vom Harald vor Ort. Harald, komm mal nach vorne. Wenn ich es proportional umrechne zu deiner Folienanzahl letztes Jahr, müsstest du nach 1 Minute und 7 Sekunden fertig sein. Schauen wir mal. Deine Bühne. Ja, kein Problem. Also, ganz herzlichen Dank, dass ich auch wieder einen Lightning Talk halten darf. Die, die mich nicht kennen, Netzwerken ist so mein Favorite. Also ich versuche genau dieses Thema Diversität, Beteiligung und Transparenz zusammenzubringen. Und deswegen geht es um eine ganz banale Geschichte. Ich habe mal gesucht, was ist eigentlich in meiner Lernerfahrung das größte Problem bei den Leuten? Und das ist, dass die meisten Leute Angst haben, etwas zu teilen. Warum? Weil sie sagen, ja, was ich teilen kann, das braucht gar keiner und das, was ich teilen könnte, ist confidential. Also das ist immer so eine, das habe ich ganz unten in der Organisation bis rauf zu den Vorständen.
was ich teilen könnte, weiß eh schon jeder und das andere ist confidential, das darf ich nicht sagen. Wenn man tiefer gräbt, dann findet man raus, dass ganz, ganz viele Leute ein Problem haben, weil es sowieso schon viel zu viel da draußen gibt. Viel zu viel Wissen, viel zu viele Informationen. Und das Problem aber an der ganzen Geschichte, wer etwas finden will, muss sich darauf verlassen, dass es vorher irgendjemand geteilt hat. Und nachdem die klassische Internet-Social-Regel ja 1,99, so 1% sind aktiv, 9% geben irgendwie Rückmeldungen, 90% schauen nur zu. Die 90% sind aber die Leute, die sagen, ich finde nichts. Und dazu möchte ich euch einfach ein paar Inhalte geben. Also erstens, zum Thema Lernen, Social Learning. Ich habe ganz viele Projekte, globale Projekte gemacht und lokale Projekte. Und da ging es immer um Kommunikation. Warum kommunizieren wir? Am Ende von Kommunikation steht doch, dass irgendjemand irgendwas anderes tut oder irgendetwas anders tut. Das ist Verhaltensveränderung und das muss ich lernen und nach Lernen kommt auch noch Üben. Das Gleiche bei Transformation. Wenn ich eine Organisation verändere, müssen wir lernen. Das Gleiche bei Training. Wenn jemand etwas lernt, um etwas besser zu können, dann ist es, glaube ich, ein No-Brainer, muss ich lernen. Aber eben auch bei Support. Das, was in vielen Organisationen passiert ist, wenn irgendjemand ein Problem hat, Hände weg von der Tastatur, Hotline anrufen, bitte löse mein Problem. Viele von euch haben das vielleicht schon seit 10, 20 Jahren. Damals habe ich bei Continental Office 365 eingeführt mit ganz, ganz vielen tollen Leuten, 4.500 übrigens. Und wir haben festgestellt, dadurch, dass die Leute lernen, immer delegieren, konnten sie auch keine guten Fragen mehr stellen. Wir haben das Ganze dann wieder transparent gemacht über Foren und plötzlich haben sich Leute wieder gegenseitig geholfen. Dritte Erkenntnis, ihr gewinnt. Wenn ich alleine ein Problem habe, dann kann ich vielleicht ein gutes Problem lösen, wenn ich die Expertise habe. Wenn ich ein komplexes Problem habe, brauche ich Diversität. Ich brauche möglichst bunte, vielfältige Perspektiven, um diese Probleme zu lösen. Es hat ein Professor, Dr. von der KU Eichstätt, der hat das mal Lernen durch Lehren, wer den kennt, Jean-Paul Martin, der hat das mal auf den Punkt gebracht. Social ist das größte Gehirn dieser Welt. Entweder ich bin vernetzt mit vielen Neuronen, die aktiv sind, dann kann ich auch jedes beliebige Problem lösen. Oder ich kenne drei Experten und habe deren Visitenkarten und hoffe, dass die mir eine Lösung sagen können. One size fits all bei komplexen Problemen. Kneffen funktioniert nicht. Also ganz kurz die Formel, kein Sharing, kein Finden. Das klingt so platt, aber das ist das größte Problem, was wir heute haben. Die meisten Leute, die nichts finden, finden deswegen nichts, weil sie entweder die Kompetenz nicht haben oder weil es noch nicht da ist. Kompetenz für Lernen. Ich habe mal versucht, dieses Finden mal als Kompetenz zu beschreiben. Was ist denn eigentlich, wenn ich was finde? Ja, also erster Schritt, sich darüber klar zu werden, was suche ich? Wie finden die meisten Leute oder versuchen sie zu suchen? Google, ein Wort eingeben und mit dem Ergebnis unzufrieden sein. Das ist nicht suchen, das ist auch keine Kompetenz. Das ist einfach nur, ich kann es halt nicht besser. Also erstmal, was suche ich? Eine Person, ein Dokument, Daten und so weiter. Zweitens, wo suche ich? Wenn ich Leute suche, sollte ich vielleicht an einer anderen Stelle suchen anfangen, wie wenn ich Dokumente suche. Oder such dir das Besteck unterm Bett. Es hat Orte, wo ich etwas finden will. Was weiß ich davon? Zum Beispiel, wann wurde es erstellt? Wer hat es erstellt? Was wurde vielleicht besprochen in dem Zeitraum? In welchem Tool? Dann, wenn ich die Sachen gefunden habe, wie qualifiziere ich denn das Ergebnis? Ist es denn richtig? Ist es die letzte Version und so weiter? Das sind alles einzelne Dinge, die man auch lernen kann. Dann, viele Leute suchen etwas, finden es und nach 3 Wochen, oh, jetzt muss ich es wiederfinden, haben aber vergessen, wo sie es gefunden haben und die fangen von vorne an, weil sie nicht gelernt haben, das Gefundene wiederfindbar zu machen, über zum Beispiel Tagging oder Bookmarks. Und am Schluss natürlich, wie verbessere ich meinen eigenen Content, indem ich ihn so vorbereite, dass er auch gefunden werden kann. Kurz die Lernreise in 4 Schritten. Wie funktioniert für mich Social Learning, also nachdem ich Suchen und Finden und Sharing gelernt habe? Erstmal initiiere ich, das geht jetzt so ein bisschen, was Tanja auch gesagt hat, mit Community, bloß im Netzwerk halt auch ein bisschen offener. Ich initiiere erstmal das Netzwerk durch Transparenz und Vorleben. Dann versuche ich, Relevanz zu erzeugen für diese Themen. Und dann komme ich in Richtung Zielgeraden. Nämlich, ich schaue mir diese ganzen Punkte nochmal im Kleinen an. Das wären jetzt die einzelnen Schritte, die müssen nicht seriell hintereinander kommen. Aber das wäre so die Bewegung von einem, ich habe eine Frage, ich baue ein Netzwerk auf und ich komme am Schluss vielleicht in ein Movement, in eine Bewegung. Dankeschön. Danke dir. So, dann haben wir den Guido, das sehe ich ihn auch schon. Guido Bombach, was sind Personal Learning Environments? In dem grandiosen Podcast von Guido hatte ich mal gehört, dass Sie über das Personal Learning Environment Modell von der Lisa Rosa gesprochen haben. Und da dachte ich mir, da müssen wir mal was hören dazu.
Guido ist von der IG Metall und wird uns jetzt den Talk zu Personal Learning Environments geben. Deine Bühne, Guido. Du kannst den, die Steuerung übernehmen, wenn du möchtest. Nee, mach du. Ich sage, wenn es weitergeht. Okay. Ja. Personal Learning Environments sind, sagen wir mal, so ein wenig, sie kommen nicht von Lisa Rosa und sie gibt es zahlreich im Netz und sie sind in gewisser Weise ein Resultat von Autodidaktinnen im weitesten Sinne, also Menschen, die selber sich Dinge beibringen. Und von denen gibt es, seitdem es das Internet gibt, bekanntlich mehr als man meint, nämlich jeder von uns, denn die wenigsten werden irgendeinen VHS-Kurs besucht haben, um sich irgendwie beizubringen, wie man das Handy bedient und derlei mehr. Und was die Personal Learning Environments jetzt genau tun, ist, sie helfen dir dabei zu visualisieren, zu dokumentieren, wie dein Lernprozess funktioniert. Und das tut jeder dummerweise anders, beziehungsweise ehrlich gesagt, das ist ja vollkommen normal und gut so, dass das jeder anders tut. Aber in unseren Workshops und Seminaren tun wir immer so, als würden das alle gleich tun. Und da hilft es ein wenig, sich überhaupt mal bewusst zu machen, wie lernen wir eigentlich? Und Felix und ich haben in unserem Podcast, sprechen dann regelmäßigen Abständen drüber. Und die Bilder, die ihr jetzt hier seht, das sind Bilder, die man im Netz findet, wenn man nach PLEs sucht, also nach diesen Personal Learning Environments. Und die sind, es gibt eigentlich auch keine Strukturvorgaben. Jeder macht das irgendwie anders. Einige schieben das in Schubladen, andere machen das eher so nach dem Eingabe-Verarbeitungs-Ausgabe-Prinzip, so wie ich das mache. Mach mal nächste Folie. Da kann man es nämlich sehen, Angabe, Verarbeitung, Ausgabe. Es ist so ein wenig das, was in den letzten zwei, drei Talks auch schon anklang, nämlich wir haben in der Regel, wenn wir Probleme lösen, so bestimmte Vorgehensweisen entwickelt und Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe können euch so ein bisschen dabei helfen, über die dazugehörigen Tools zu sprechen. Also bei mir kommen irgendwie Dinge über Mastodon, über Podcasts, also das ist die Castro-App oder Deutschlandfunk oder ein RSS-Feed wieder rein und dann werden die in der Regel irgendwie verarbeitet. Bei mir ist das sowas wie Digo, das ist so ein Bookmark-Dienst, Notizen, wo ich mir irgendwie Dinge merke und aufschreibe. OneDrive kommt man ja nicht so richtig drum rum, zumindest nicht in der Digital. Und Lumi dient dazu, H5P-Inhalte aufzubereiten. Das mache ich vor allen Dingen ganz viel. Und ausgeben tue ich das dann meistens in unserem organisationseigenen Moodle, indem ich anderen per OneDrive Dinge zur Verfügung stelle, in denen ich etwas verblogge und das anschließend über Mastodon teile oder auch, indem ich das auf meiner Webseite irgendwie strukturiert abbilde. Und dieses Prinzip, sich irgendwie zu vergegenwärtigen, dazu lade ich euch alle ein, mal gegenseitig so ein bisschen darüber zu reden in den nächsten Pausen. Wie macht ihr das eigentlich? Welche Tools nutzt ihr wofür? Das hilft sicherlich dem einen oder anderen auch, das eigene Wissen neu zu strukturieren und es am Ende eben auch besser wiederfinden zu können. Danke euch. Danke dir, Guido. Ja, der Matt Wade hat uns leider gestern noch abgesagt, deswegen wird es den Lightning Talk von ihm nicht geben. Er hätte gesprochen über das 2022 Update vom Microsoft 365 Periodic Table. Weiß nicht, wer das kennt, das ist so ein Ansatz quasi, die Microsoft 365 Dienste in Kategorien einzuordnen. Hier einfach ersatzweise nachher den Link, es gibt einen recht ausführlichen Blog dazu, in den Chat auf Discord posten. Ja, und dann haben wir noch, hatten wir ja letztes Jahr auch schon zum Thema Star Wars, hybride Arbeit kann man ja verschieden interpretieren. Auf der einen Seite auf der Zeit, auf der anderen Seite auf der Ortsachse. Und wir haben letztes Jahr auch gesagt, wir wollen einen Lightning Talk haben, der aus einer anderen Zeit kommt, nämlich einen Pre-Recorded Talk. Und vorhin ist ja die Amy Edmondson schon mal gefallen mit Creating Psychological Safety und was hat das mit der Knowledge Economy zu tun. Und da haben wir jetzt einfach einen voraufgezeichneten Talk, in den ich jetzt mal reinspringen würde. Ja, genau. Auch wenn sie uns nicht hört. Das war sie, die Runde Lightning Talks. Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an alle, die auf der Bühne waren, die Talks bestritten habt. Ich möchte, ja, gebt denen ruhig nochmal einen Applaus, genau.